Ja, und mit seiner Frau darf er erst schlafen, wenn die Schwiegermutter schwanger ist. Ja, stellen Sie mir vor, und das bei uns. Niemand würde mehr heiraten. Nein, haben Sie sonst noch was entdeckt? Ja, ja, natürlich. Aber es ist schon sehr spät und ja, wenn ich nach 10 ins Bett gehe, dann kann ich nicht mehr einschlafen. Also wenn man sich an etwas gewöhnt hat, also dann Wiedersehen. Und bitte ziehen Sie die Schuhe aus. Die Absätze machen auf dem Boden immer Tok-Tok. Und Sie können sich vorstellen, wie das hämmert. Also, ja. Nein, ich werde versuchen, eine vorbildliche Nachbarin zu sein. Und sagen Sie Madame Lachon, dass es mir wahnsinnig leid tut. Warum? Was wollen Sie von meiner Mutter? Ja, ein fantastisches Stück. Ich glaube, das ist das, was die Leute momentan wirklich brauchen, so leichte Kosten. Richtig, leichte Kost, zwei Personen ist auch zu bezahlen sozusagen. Also kein Stück mit 15 Personen, aber ja, also das, ich hoffe, das kommt auch beim Publikum an und werden wir schauen. Habe ich schon das Gefühl gehabt, ja. Jetzt zu der Person, das ist ja ganz ein schräger Vogel eigentlich, der Mann. Ne? Na, vollkommen richtig. Es hat mir heute der Bernd Spitzenau angerufen und mir gesagt, weil er eine Voraufführung gesehen hat, denk an mich sozusagen, mach ihn ein bisschen so wie er ist, also ohne Ding, ohne Lächeln und so weiter. Ist das etwas, was man sagen kann, dass das durchaus möglich ist? Ja, natürlich. Ich habe das dann durchgelesen und mir gedacht, der hat eigentlich recht. Ja? Eigentlich könnte man das so spielen. Weißt? Also habe ich heute wirklich anders gespielt als bei der Vorführung. Also ich danke ihm für diesen Vorschlag sozusagen, für diese Regie. Muss ich das? Ehrlich gesagt bin ich immer ganz froh, wenn ich nicht abschließen muss. Ich vergesse meinen Schlüssel von Zeit zu Zeit. Um Gottes Willen, in der Ferienzeit. Ich meine, wo die Einbrecher Hochkonjunktur haben, ich meine, Sie werden das schon noch erleben. Also ich habe hier einen wunderbaren Ausblick von hier da oben. Ja. Da sehe ich, wie ganze Klaviere herabgelassen werden aufs Pflaster. Ja, und dann schreit einer, hey Paul, hast du ein Brecheisen? Und dann wirft man das Werkzeug hinunter auf den Gehsteig. Also das ist ein Krach, da kann ich ganze Nächte nicht einschlafen. Ja, und die Polizei? Da habe ich schon mal angerufen, die haben nicht abgehoben. Aha. Da bin ich am nächsten Tag hin, um mich aufzuregen im Kommissariat und man hat ihnen die Telefonanlage geklaut. Ich meine, als Schauspieler ist es mir ja gewöhnt, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, aber in so eine Person ist das ein bisschen eine besondere Herausforderung. Nein, in Wirklichkeit bin ich ja so wie der. Okay. Also, das ist einfach, der ist grantig und ich erlebe das auch am eigenen Körper. Ich bin manchmal auch so wie dieser Typ, dieser Professor. Außer die Vasen, die man sich an den Kopf geworfen hat. Vielleicht haben Sie Angst vor Frauen, weil Sie... Achso, Entschuldigung. Also, vielleicht haben Sie Angst vor der Ehe, weil Sie Angst vor Frauen haben? Ja, möglich, möglich. Aber ich habe auch Angst vor Zahnwehen, vor Autounfällen, vor Gallenkoliken, also vor allem was wehtut. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was wird es im heurigen Jahr geben an Besonderheiten? Ja, genau. Haben wir da einen Zerrissenen, natürlich. Mhm. Okay. Das ist Stockerau. In Stockerau, der Zerrissene. Wieder am gestammten Platz. Genau. Am gestammten Platz mit einem ähnlichen Bühnenbild. Wir werden das Bühnenbild nochmal benutzen, ein bisschen umbauen. Der Papsi Langbein macht Kostüme und wir werden eben, es spielt der Peter Edelmann mit, den Lips und dann die Katte spielt die Caro, die Caroline Athanasiadis. Und der Christoph Felbel spielt mit und der Franz Arada und so weiter. Also das wird, glaube ich, nicht so schlecht werden. Hört sich sehr hochkarätig an. Genau. Na wunderbar, dann freuen wir uns schon und wünschen noch toi 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 für die weiteren Stücke und für Stockerau. Für Stockerau und für Bahndorf. Bahndorf. Da brauche ich in Zerrissenen, also in zerbrochenen Krug. Genau. Gratulation. Ich habe gerade vorher schon gesagt, ein leichtes Stück und ich glaube, gerade das brauchen die Leute. Ich weiß nicht, ob es so leicht ist. Es wirkt zumindest so.
Ja, das, so soll es ja rüberkommen. Aber so leicht ist das nicht. Also vor allem zu zweit so ein Stück zu stemmen. Und ja, und es ist eine komplizierte Beziehung. Und ja, wie halt im Leben meistens auch so. Also ein Bekannter hat schon zu mir gesagt, Dankeschön, danke, Heinzi. So lustig war es gar nicht. Das ist viel zu realistisch. Kann man schon vorstellen, dass sich da der eine oder andere wiedergefunden hat. Ja, ja, also manche Szenen kommen mir auch bekannt vor. Das ist ja so eine Herausforderung, wie es eben gesagt wurde, es ist ein Zwei-Personen-Stück und es ist natürlich sehr textintensiv. Mhm. Ist das auch so eine Tagesverfassung, wie man... Ja, natürlich, natürlich. Noch dazu, wenn man doppelt belastet ist und der Christian hat ja auch viel zu tun, er hat ja zwei Intendanzen. Ich habe parallel noch ein anderes Stück laufen, das heißt, wir haben relativ früh angefangen und wir haben dann immer gesagt, er war Gott sei Dank so kulant und hat immer gesagt, ja, sag mal Bescheid, wenn du Zeit hast, am Abend habe ich immer geschrieben, du, morgen kann ich. Und so haben wir das dann gemacht. Also wir haben schon sehr früh begonnen, Anfang November, weil ich gewusst habe, zum Ende hin wird es schwierig. Also das wird dann, und dann, aber alles, toi, toi, toi. Tun Sie so, als ob Sie zu Hause wären. Wenn das so weitergeht, ziehe ich um. Der Partner ist eigentlich sehr schrullig, kann man sagen. Meinen Sie jetzt meinen privaten, nein, oder? Nein. Weil Sie so nein, nein. Nein, das wissen wir, dass es nicht ist. Nein, er ist schrullig ist ja noch nett ausgedrückt. Er ist ja teilweise sowas von uncharmant. Also ich glaube, ich privat hätte das nicht ausgehalten. Also das ist, die Sophie ist da schon ein bisschen, die lässt sich da viel gefallen am Anfang, ja. Aber ein ganz tolles Stück und es hat man einfach danke, wirklich, das freut mich ja, sehr, und es ist ja wirklich, die hat man sich entspannen können dabei und das ist schön. Ja, das ist aber die Hauptsache. Deswegen sind wir da, um die Leute zu unterhalten und das ist unsere Aufgabe. Eine ganz wichtige Frage, wie geht's weiter? Ja, außer das Stück jetzt. Ich spiele noch bis 31. Januar im Musiktheater an der Wien, La Pericole. Und dann im Sommer spiele ich in Berndorf. Aber ich hoffe, dass ich dazwischen jetzt einmal auf Urlaub fahre, weil ich habe es dringend notwendig. Also wir alle, also die ganze Familie. Kann ich mir vorstellen. Ja, das meiste Geld verdient unser Babysitter. Super. Ja, dann wünsche ich mir einen schönen Urlaub, ja, eine gute Erholung. Danke. Und dass wir viel, viel heuer noch sehen. Ja, das, ja, okay. Definitiv. Ja, danke schön. Danke. Schaffen Sie es? Moment. Hoppla. Au. Geschafft. So, warten Sie, ich komme. Nein. Sie gehen über die Treppe. Ach so, ja, natürlich, Gott, ich bin so blöd. Wir haben heute eine Premiere gehabt. Ja. Zweifache Premiere, ne? Zweifache Premiere. Wir haben eine Co-Direktorin entdeckt. Ja, sie ist 20 Jahre bei mir. Und seit 15. Jänner. Und das habe ich also anders genommen, dass ich sie jetzt zur Co-Direktorin mache, was sie eigentlich in Wirklichkeit eh schon lang ist. Und ich mache dich hin zur Co-Direktorin. Bravo! Also jetzt ohne, dass das uncharmant wirkt, aber schon ein Teil des Theaters? Von Anfang an in allen Bereichen eingearbeitet. Von der Garderobe angefangen, von der Technik hinter der Bühne, im Büro, irgendwo einfach überall mitgemacht und reingewachsen in die Theaterfamilie. Und da fühle ich mich unendlich wohl und bin so dankbar, dass ich sein darf. Das Theater hat ja den Sinn, gerade das Theater, die Komödie am Quai, einfach wirklich die Seele baumeln zu lassen. Das gelingt eigentlich jedes Mal und das ist das Schöne. Und ich glaube, das braucht man auch in Zeiten wie diesen. Das braucht man in Zeiten wie diesen und wie gesagt, ich lege von dem Moment, wo ich das Theater übernommen habe, darauf Wert, dass es eine Familie ist und das ist bei uns. Man sieht ja, die Edith kam nach ihrer Vorstellung zu uns und das ist einfach eine Großfamilie und dadurch ich keine Kinder habe, mir mein Theater ist das Kind und das sind meine Kinder.
keinen Tag bereut, beim Theater zu sein? Nein, nein. Ich habe ja was Ernsthaftes gelernt, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung. Sie könnte viel Geld verdienen. Ich bin so, so froh, hier zu sein, weil man trifft unendlich spannende, interessante Leute und es ist immer wieder ein anderes Arbeitsumfeld und immer wieder ein neues Projekt und das ist so vielfältig, was man machen kann, gerade hier im kleinen Bereich, wo man nicht nur auf eine Abteilung beschränkt ist, sondern wirklich in allen Bereichen mitarbeiten kann, in allen Bereichen mitentscheiden kann. Das ist ein Schatz, den ich nicht ergeben will. Das kann ich mir vorstellen. Also wenn ich die Entscheidung hätte, Steuerberater oder zum Theater, würde ich auch zum Theater gehen. Vom Herzen ist sie da. Gott sei Dank. Finanziell darf man nicht dran denken, weil das bringt ein Theater nie. Aber es bringt dafür Herz und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Ja, das ist man muss aufs Leben dann nachher zurückblicken, weil ich blicke schon zurück und ich bin froh, dass sie da meine Nachfolgerin wird. Und sage, danke, lieber Gott, dass ich diesen Beruf machen durfte. Das Wunderbar. Ist ja selbstverständlich. Und es freut uns jedes Mal, wenn bei euch der Vorhang aufgeht und wünschen euch noch einen schönen Abend. Ich danke euch für euer Kommen. Danke. Gerne.